So gut besucht war die Heimspielstätte des SV Blau-Weiß-Zurbau wahrscheinlich noch nie. Ein benachbartes Feld wurde als Parkplatz eingerichtet, zahlreiche Ordnungshüter waren vor Ort. Erwartet wurden ca. 1000 Fans der Gästemannschaft Chemie Leipzig. Chemie Leipzig war der erste Gegner für Zurbau in dieser Saison in der NUFV Oberliga Süd. Die Leipziger waren zuvor aus der Regionalliga Nordost abgestiegen. Für Trainer der Blau-Weißen aus Zurbau, Mike Kunze, aber absolut kein Grund, Stress aufkommen zu lassen. Alles gut, ne? Vorbereitung, wenig Verletzte gehabt, alle Jungs waren da, außer ich. Ist alles gut. Die BSG Chemie Leipzig wäre eigentlich eine Klasse höher, doch aufgrund von Regularien bei Insolvenzen von Mannschaften wurden die Mannen in Grün in die Oberliga abgestiegen. Sie wurden vom Chemnitzer FC und Rot-Weiß Erfurt aus der Regionalliga herausgedrängt. Klar, dass Chemnitz wieder nach oben will, eine entsprechende Motivation sollte also angenommen werden. Aber auch da blieb Mike Kunze entspannt und formulierte das Ziel wie folgt. Na, ein gutes Spiel zu machen. Gut reinzukommen, ein gutes Spiel zu machen. Ich denke, wir haben mit Chemie einen der Top-Favoriten der Liga hier. Wollen wir natürlich gegenhalten. Mal schauen, ob es gelingt. Wir haben eine Vorbereitung gemacht und haben uns auf den ersten Gegner vorbereitet, so wie jedes Jahr. Besondere Vorbereitung gab es da nicht. Ja, gibt ja keinen Grund, irgendwie in Hektik zu verfallen. Wir haben jetzt einen Spieltag, erster Spieltag. Und hoffentlich ist es ein schönes Spiel. Kein Grund, hektisch zu sein. Eine Erwartungshaltung in Bezug auf die eigene Mannschaft gab es nur dahingehend, dass Blau-Weiß-Zurbau so viel wie möglich mitnehmen wollte. Verlieren wollte man natürlich auch nicht. Die Temperaturen über 30 Grad waren allerdings nicht zu unterschätzen. Ja, bei dem Wetter, denke ich, werde ich die drei Auswechslungen wahrnehmen. Also davon gehe ich jetzt mal schwer aus. Es müssen ja beide Mannschaften damit zurechtkommen. Also das heißt, klar, ich denke mal, das Tempo wird irgendwann dann nachlassen im Spiel. Doch zuerst wurde gegenseitig um den Ball gekämpft. Keine der beiden Mannschaften wollte sich das Heft aus der Hand nehmen lassen. Das erste Tor sicherten sich die Gäste in der 28. Spielminute. Insgesamt hielten die Gastgeber aber ganz gut mit und zeigten den über 1700 Zuschauern, dass sie sich den Aufstieg wirklich verdient hatten. Der Endstand 1:2 für Chemie Leipzig ist keine Blamage für Blau-Weiß. Alles ist noch möglich in dieser Saison und obwohl Zurbau verloren hatte, stehen sie nach diesem Wochenende schon auf Platz 10 in der Tabelle.